Wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit, meine Damen und Herren. Entfernen Sie sich jetzt von Tischkanten, so Sie in der Nähe sein. Sie könnten vor Spannung gleich hineinbeißen wollen. 20 Sekunden sind noch Zeit dazu. Das letzte Wahllokal hat geschlossen. Österreich hat eine Richtungsentscheidung getroffen und so sieht sie aus. Norbert Hofer kommt nach unserer ersten Hochrechnung auf 50,2% der Stimmen. Alexander Van der Bellen auf 49,8%. Mit seinen Worten gesprochen, es ist aschknapp für ihn. Sollte das noch anders werden? Wir werden gleich darüber sprechen und schauen uns an, wie das im Detail aussieht. Plus 2% kann es noch hinauf oder hinunter gehen. Christoph Hofinger hat zuerst schon diese Schwankungsbreite ins Treffen geführt. Das heißt, wenn wir uns jetzt ansehen, wie der Extremfall des anders ausgeprägten Endes ist, könnte das also die Reihenfolge noch umdrehen und es möglicherweise auch für den anderen Kandidaten zum Sieg führen. Christoph Hofinger, das ist unsere erste ORF-Hochrechnung mit einer neuen Hochrechnung, meine Damen und Herren. Und daher will ich Ihnen die gleich jetzt präsentieren. Schauen wir uns an, was sich geändert hat. Zumindest einmal der Auszählungsgrad, 65,5% der Stimmen sind ausgezählt. Die Schwankungsbreite ist geringer geworden, aber auch der Abstand. 50,1% liegt Norbert Hofer vorne, 49,9% für Alexander Van der Bellen. Sie sehen es, die Schwankungsbreite beträgt nicht mehr 2, sondern nur mehr 1,8%. Vielleicht können wir uns das daher auch, ja, wir können das im Detail uns anschauen. Sie sehen, wenn wir die mögliche Ausnützung, die größtmögliche Ausnützung der Schwankungsbreite uns ansehen, kann Alexander Van der Bellen noch vorne liegen und Norbert Hofer dieser erste Platz dann doch noch streitig gemacht werden. Aber wie Christoph Hofinger, unser ORF-Hochrechner, vorher schon erklärt hat, jetzt müssen wir warten auf die ersten Ergebnisse der Sprengeln aus den Städten und dann wird diese Hochrechnung viel deutlicher werden und die Schwankungsbreite immer kleiner. Das heißt nicht, dass sich deswegen schon der Abstand zwischen den beiden Kandidaten ändert. Wir haben ein paar neue Sprengeln eingerechnet in die neue Hochrechnung, die ich Ihnen jetzt gleich präsentieren kann. Aber wir bekommen in den nächsten Minuten möglicherweise schon erste Wiener Sprengeln dazu und dann wird es wirklich richtig spannend. Schauen wir uns aber mal an, was ohne diese Wiener Sprengeln und einem Auszählungsgrad von 65,7% der Stimmen herauskommt. Nach wie vor 50,1% für Norbert Hofer, 49,9% für Alexander Van der Bellen. Der Blick auf die Details zeigt uns, die Schwankungsbreite liegt noch immer bei 1,8%. 1,8% hinauf und 1,8% hinunter. Und das ist schon eine ganze Menge, nämlich fast 4%. Da kann sich noch einiges tun im Laufe des Tages. Wie wenn Sie von 17 Uhr schon zugesehen haben, wissen Sie, dass der Abstand zwischen den beiden Kandidaten im Laufe der immer verfeinerten Hochrechnungen auch ein immer geringerer geworden ist. Christoph Hofinger, sehe ich gerade, kommt zu mir, auch wenn gerade gerechnet wird, aber das macht Evelyn Hacker in der Zwischenzeit, schlage ich vor, und wir rechnen für die nächste Hochrechnung das ein. Was erwartet uns denn da jetzt als nächstes, wenn diese Zahlen aus Wien eingerechnet sind? Um wie viel präziser wird die Hochrechnung sein können? Die Schwankungsbreite wird sinken und was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es eine leichte Änderung. Also ich höre gerade, wenn ich unterbrechen darf, dass sie soeben fertiggestellt worden ist. Also wir haben ganz aktuell diese Zahlen mit den Wiener Ergebnissen eingerechnet und die präsentiere ich Ihnen jetzt sofort. Wird spannend, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Und Sie sehen, wir kommen jetzt erstmals auf eine Änderung der Reihenfolge, meine Damen und Herren. Die Wiener Ergebnisse, die jetzt eingerechnet worden sind, nicht die ganze Stadt Wien natürlich, aber einzelne Sprengeln, bringen Alexander Van der Bellen nach vorne. Aber es ist noch immer nicht viel anders. Die Schwankungsbreite, wenn wir uns das im Detail anschauen, so wie ich das gerade zeige, bei den möglichen Veränderungen, kann immer noch einen Sieg Norbert Hofers bringen, aber eben auch einen von Van der Bellen.
Dazu sagen muss man, jetzt ist die Schwankungsbreite um 0,2 Prozentpunkte gefallen. Wir sprechen heute nicht über große Zahlen, es geht immer nur um die Zehntelbereiche. 1,6% nach oben oder nach unten können diese Zahlen wandern. Und das ist wirklich ein ganz bemerkenswerter Tag. Christoph Hofinger, kommen wir jetzt wieder zurück, nachdem wir es jetzt zum Glück noch sehen haben können, diese letzte Hochrechnung, jetzt hat sich's gedreht. Ist das ein Trend, der sich im Laufe des Tages so spannend, wie es am Beginn des Tages war, vor der ersten Hochrechnung? Denn im Moment sieht es so aus, dass das Rennen zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer unentschieden ist. Genau 50,0% der Stimmen. Jeder kommt im Moment auf dieses Ergebnis, jedenfalls unserer Prognose zufolge. Und das schon bei einem Auszählungsgrad von 91,6% der Stimmen. Hier sind auch schon Wiener Sprengel drinnen. Einzige Landeshauptstadt, die noch fehlt, ist Innsbruck. Alle anderen sind schon eingerechnet. Das heißt, das hat schon ein sehr gutes Fundament, diese Hochrechnung. Und da heißt auch die Schwankungsbreite mittlerweile sehr gering, nämlich nur mehr bei 1% auf oder ab. Aber während die Schwankungsbreite immer geringer geworden ist, ist eben auch der Abstand zwischen den beiden immer geringer geworden. Wenn Sie heute schon länger zugesehen haben, wissen Sie, dass wir begonnen haben bei einer Hochrechnung, die zwar sehr eng die beiden Kandidaten beieinander hatte, aber eben Norbert Hofer vorne hatte, zwischendurch war Alexander Van der Bellen vorne und jetzt ein Gleichstand zwischen den beiden. Das heißt natürlich nicht ganz genau Gleichstand, sondern wenn man sich die Stimmen anschaut, liegt Alexander Van der Bellen doch vorne, aber nur um 4.000 Stimmen und das ist bei 6,4 Millionen Wahlberechtigten, also nicht sehr viel, was er im Moment vorne liegt. Das heißt, auch bei diesem Ergebnis, wie Christoph Hofinger, unser Hochrechner, zuvor schon erklärt hat, könnte es sein und wird es wahrscheinlich so sein, dass wir heute nicht wissen, wer diese Wahl gewonnen hat, sondern dass wir tatsächlich warten müssen auf die Auszählung. Pardon. Der Briefkarte, der Briefwähler, weil es heuer so viel oder bei dieser Wahl so viele wie noch nie gegeben hat. Am Abend des heutigen Tages sind ja nur die Stimmen ausgezählt, die wirklich in eine Wahlurne geworfen worden sind, in einem Wahllokal. Und nur dieser Hochrechnung zufolge, weil da heute auch verschiedene Hochrechnungen ins Treffen geführt werden, dieser Hochrechnung zufolge kommt Norbert Hofer auf 52%, ist aber insofern nicht relevant, weil natürlich die Briefwähler mitgezählt werden und diese Stimmen sind dann morgen auch tatsächlich. Wir schauen uns jetzt auch gleich an die aktuelle Hochrechnung und wie es nach Auszählung von sehr vielen Stimmen mittlerweile steht. Es sind 97% aller abgegebenen Stimmen heute ausgezählt und in unsere Prognose eingerechnet und nach wie vor kommen beide Kandidaten auf 50,0% der Stimmen, also exakter Gleichstand. Wie gesagt, und das muss ich jetzt da an dieser Stelle wieder dazu sagen, ganz exakt ist es natürlich nicht, weil die einzelnen Stimmen, um die es da geht, die sind dann doch eine ganze Menge. Und selbst bei so vielen, nämlich 6,4 Millionen Wahlberechtigten, liegen die beiden jetzt im Moment nur 3.000 Stimmen auseinander. Im Moment führt Alexander Van der Bellen mit 3.000 Stimmen, aber das kann mit den nächsten Wahlsprengeln sich schon wieder ändern. Und was wir daran sehen, ist auch, dass der Abstand tatsächlich jetzt immer noch geringer wird. Bei der letzten Hochrechnung, die ich Ihnen präsentiert habe, sind sie noch 4.000 Stimmen auseinandergelegen. Norbert Hofer hat also wieder aufgeholt. Und auch wenn die Schwankungsbreite immer geringer wird, es wird auch der Abstand zwischen den beiden Kandidaten immer geringer und damit im Umkehrschluss die Spannung am heutigen Tag immer höher. Meine Damen und Herren, es ist tatsächlich ganz knapp. Ich habe Ihnen zuerst gesagt, dass diese 50,0 natürlich nicht genau 50,0 bedeuten und auf die Stimme genau ein Gleichstand herrscht. Aber es ist anzunehmen, dass im Moment die beiden Kandidaten 3.000 bis 4.000 Stimmen nur auseinanderliegen. Und das ist sehr, sehr wenig, wenn man sich vergegenwärtigt, dass heute 6,4 Millionen Menschen wahlberechtigt waren, 70% in etwa tatsächlich hingegangen sind. Man kann gewinnen, wenn man 50% und eine Stimme hat. Schauen wir uns das noch einmal an, was das ganz konkret heißt. Jetzt bei einem Auszählungsgrad von 99,8% der Stimmen. Ich habe es Ihnen zuerst gesagt, es fehlen noch kleine Gemeinden, ein Bezirk in Wien. Und obwohl fast alle Stimmen ausgezählt sind, sind wir bei einer Schwankungsbreite von 7% aufgrund der Wahlkarten. Das heißt, es könnte 0,7%, pardon, 0,7%. Das heißt, es könnte der eine
auf 50,7, der andere nur auf 49,3 kommen. Also 1,4% könnte am Ende dann noch dazwischen liegen, aber das werden die Wahlkarten zeigen, die wir in diese Prognose einberechnet haben, aber eben dezidiert noch nicht wissen können. Ungemein spannender Wahltag, der noch nicht zu seinem Ende gekommen ist.